Freitagabend das Stadion der Stadt Fulda in der Johannisau. Fußball Lotto Hessenliga. Die SG Barockstadt Fulda Lenoz trifft auf den KSV Hessen Kassel. Borussia Fulda und Hessen Kassel haben hier schon einige Schlachten bestritten. Heute also das Duell der neu gegründeten SG Barockstadt mit den Nordhessen. Und für die Gäste, für die geht es um viel. Sie ermitteln mit Bayern Alzenau den Tabellenzweiten und damit den Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga. Für die Gastgeber geht es darum, für die eigenen Zuschauer noch einmal ein gutes Spiel zu zeigen, ein bisschen Werbung in eigener Sache zu betreiben. Es ist zwar ein wenig kühl, aber gute äußere Bedingungen in der Johannisau. 1600 Zuschauer sind dabei. Anstoß um 18.30 Uhr. Und es geht turbulent zu, es geht ruckzuck, auch für unseren Kameramann ein wenig zu schnell. Flanke Patrick Proschke, Kopfball Dominik Rummel, die vierte Spielminute, das 1:0. Die Barockstädter weiter im Vorwärtsgang, Dominik Rummel. Der sieht Patrick Proschke, schöner Pass in den Strafraum, weiter auf Mario Strangel, der zieht direkt ab und der Ball ist erneut in den Maschen. Die neunte Spielminute, das 2:0. Vier Minuten später, jetzt der KSV Hessen Kassel, Mahir Saklik auf Marco David, der kommt frei zum Schuss von der Strafraumkante, der geht aber knapp am Kasten vorbei. Dann aber wieder die ganz stark spielenden Gastgeber im Vorwärtsgang. Patrick Proschke auf Benjamin Fuß. Der wieder auf Proschke und der nächste Treffer. Die 20. Spielminute. Es steht 3:0. Tolle Stimmung im Übrigen im Kasseler Block. Die Fans der Gäste, die lassen sich die Stimmung auch von dem 0:3 Rückstand nicht verderben. Jetzt eine gute halbe Stunde gespielt, die Löwen bemüht. Adrian Bravo Sanchez auf Sebastian Schmer, der frühere Borusse, dreht sich, zieht ab und Glanzparade von seinem Ex-Mannschaftskollegen Tobias Wolf. Mit der 3:0 Führung der Gastgeber geht es in die Pause. Jetzt Minute 52, Brian Schwächel. Dann kommt Dennis Müller angeflogen in die Beine des Kasslers. Und Schiedsrichter Gahel Safi aus Ehrensee schickt den Fulderer vom Platz. Die SG Barockstadt jetzt nur noch zu zehnt. Die Gäste, die wittern mit einem Mann mehr natürlich jetzt noch einmal ihre Chance. Fünf Minuten später, dann allerdings ein Pass von Leon Pomnitz auf Mario Strangel. Strangel auf und davon, setzt sich durch und markiert den nächsten Treffer. Die 57. Spielminute, die SG Barockstadt führt mit 4:0. Die Löwen jetzt doch ein wenig geschockt. Ballverlust der Kassler. Patrick Proschke holt sich das Leder. Proschke auf dem Weg. Proschke ins Tor. Die 62. Spielminute. Barockstadt zu 10. Die Barockstadt führt mit 5:0. Jetzt noch eine knappe Viertelstunde zu spielen. Der nächste Konter der Gastgeber. Patrick Proschke sieht Mario Strangel und die Gala-Vorstellung der Gastgeber geht weiter. Die 76. Spielminute, das 6:0. Jetzt die Stimmung im Kasseler Block nicht mehr ganz so gut. Die Fans der Löwen, das 0:6 dann doch etwas zu viel. Noch 5 Minuten zu spielen, die Entscheidung ist eigentlich gefallen. Noch einmal ein Eckball für die Gäste durch Adrian Bravo Sanchez. Der Ball kommt zu Sebastian Schmer und der trifft an alter Wirkungsstelle. Die 85. Spielminute, das 6:1. 4 Minuten später der nächste Eckball für die Nordhessen, dann Frederik Brill. Brill mit der Flanke, wieder Schmer, wieder ein Tor, die Freude hält sich in Grenzen, das 6:2.
Wenig später ist dann auch Schluss. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnau schlägt den KSV Hessen-Kassel in dieser Höhe überraschend mit 6:2. Untermauert Rang 5, zeigt eine hervorragende Vorstellung und macht Werbung in eigener Sache. Für den KSV Hessen-Kassel bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um Rang 2.